Also echt eine schöne Brücke. Heute ist Montag, der 15. Mai. Wie gesagt, heute sind wir wieder ein bisschen unterwegs auf der Route Gigeopoli nach Chania. Und hier unterwegs sind wir jetzt auf dem Weg in auch ein Dorf Kefalas. Und da haben wir ja eine Strecke auch eine Apartmentanlage gefunden. Welcome Apartments, relax and enjoy. Wenn man also ein bisschen abseits sein möchte, nicht direkt irgendwo in den Orten, findet man hier auch wunderschöne Sachen. Wie gesagt, da oben wird auch wohl wieder eine Anlage gebaut. So sieht das dann hier aus. Das ist also jetzt nicht weit weg von der Ortschaft Gigeopolis, wo dann auch der Strand ist. Dort hinten sieht man es mehr. Ja, wir sind jetzt durch Kefala durch. Und in Kefala wohnt ein Künstler, der aus Steinen und Mosaiksteinen Kunstwerke macht. Und eins davon haben wir jetzt hier gefunden, das andere suchen wir noch ganz verzweifelt. Und hier, das ist die Kefala-Kurve. Die hat dieser Künstler also in seiner Art, wie er arbeitet, hat er hier verschönert. Und das zeigen wir euch jetzt. So, so sieht die Kurve aus. Die Straße kommt hier von oben von Kefala runter. Das ist halt jetzt hier eine Kurve, die dieser Künstler so gestaltet hat. Wie gesagt, es gibt noch eine andere an irgendeinem Ortseingang zu, nach Kefala. Das haben wir aber noch nicht gefunden. Wir müssen eventuell noch mal, da gibt es auch ein Video drüber von einem YouTube-Kollegen. Welcome to the holy place. Und da werden wir dann nochmal reinschauen, wo, welcher Ortsausgang, Eingang das jetzt war. Vielleicht haben wir Glück und wir finden es. Und wie gesagt, die Ruhe, die Vögel. Also wirklich einzigartig. Überall, wenn man so auf die Details guckt, mit Glassteinen, mit Muscheln. Guck mal hier, wie schön. Hier eine kleine Kapelle drin. Wir sind übrigens eben an dem Haus des Künstlers vorbeigefahren, ja. Und er war gerade wieder draußen bei der Arbeit. Wir wollten ihn aber nicht ansprechen. She didn't love you back, love you back. All she did was leave a hole in your chest. Didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all. But let me tell you why, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel.
Jetzt sind wir noch ein Stückchen weiter. Wir sind jetzt durch Kefalas durch. Wir haben ja ein Kunstwerk, haben wir euch ja schon in dem Häppchen-Video, was wir jeden Tag bringen, gezeigt. Und jetzt zeigen wir euch nochmal das zweite Kunstwerk. Das ist eine Kurve weiter. Was geht hier los? Ist schon fantastisch. So in die Natur eingebettet, wie gesagt, hier überall. Es sind zwar nur Disteln, aber es sieht doch echt geil aus, auf Deutsch gesagt. Muss man doch wirklich sagen. Olivenbäume. Olivenbäume. Ja, und das wird auch nicht das letzte Kunstwerk sein von diesem Künstler. Rund um den Ort sind an irgendwelchen Zufahrtsstraßen sind dann diese Kunstwerke erstellt worden. Ja, auch hier könnt ihr sehen, der macht sich halt auch Gedanken. Wenn man sich mal was ausruhen möchte, ist hier eine schöne Sitzecke, wenn man Rasten Picknick machen möchte. Genau. Und wie gesagt, in der Ruhe mit dem Vögelzwitscher. Wie gesagt, der Ort heißt, das Bergdorf heißt Kefala. Kefala. Das ist aber auch nicht das eine Kunstwerk. Das ist auch noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wie viel finden wir es noch. Aber trotzdem. Wir haben, wie gesagt, hier so einzelne Sitze mit einer Abstellmöglichkeit. Also ist schon, da hat er sich schon was bei gedacht. Und das natürlich bei dem Ausblick.
Wir können ja auch noch mal ein Stückchen runtergehen, dann können wir vielleicht noch mal schwenken. Ich weiß ja nicht, was hinter der nächsten Ecke ist. Ja. Ist ja hier. Wie gesagt, im Hintergrund die Berge, viel Grün, Tannen. Und wir sind jetzt hier bestimmt schon gut eine Dreiviertelstunde, da sind wir jetzt hier schon oben. Wir sind ja ganz alleine, keiner fährt hier hoch, noch nicht. Ja. Ändert sich. Und hier nochmal von unten gesehen. Ja, und hier auf dem Rückweg wieder wollten wir nochmal an dem Haushalten halten, wo der Künstler wohnt, der diese schönen Sachen alle baut an den Straßen. Ja, so wohnt der Künstler. Auch hier wieder Kakteen. Ja, es war gerade ein bisschen abenteuerlich. Wir sind wohl ein bisschen falsch abgebogen, aber wir sind gut wieder aus dem Labyrinth rausgekommen. So, und jetzt fahren wir mal weiter. Da ist mein Schatzi auch etwas abgekämpft. Ja, das war jetzt ein bisschen Horror. So, bis später. Und last but not least, wir haben es gefunden. Das ist das mit den türkisfarbenen Töpfen, was wir gesucht haben. Ja, und jetzt haben wir es gefunden. Wie gesagt, auch hier an der Gabelung. Du kommst halt von unten den Berg hoch Richtung Kefalas von Georgionisos und fährst dann praktisch dann hier links hoch nach Kefala. Und da auf der Ecke ist dann diese Sehenswürdigkeit. Ja, jetzt gehe ich ab mit euch auch noch mal hier komplett rum. Hier hat er auch noch so einen schönen Weg hier gemacht. Und dann hier Steine, hier steht Merry Christmas drauf. Und hier oben auch wieder eine Sitzgruppe. Schaut mal, auch wieder ein Altar dabei. Und dann auch mal einmal wimmeln kann. Ja. Hier geht es dann runter wieder. Diese Arbeit, man muss sich mal vorstellen, jedes einzelne Steinchen gelegt, einzementiert. Ist wirklich sehenswert, was ein Mensch alleine alles bewerkstelligen kann. Man muss natürlich auch alles hier hinschleppen, ne? Das liegt ja hier nicht in der Ecke rum. Also, muss ich schon sagen. Ja,
oben runter. Genau. So, und jetzt beginnen wir mal die Rückfahrt ins Hotel. Stockst du mich wieder? Ich stock dich wieder, ja. Ja, Schatz, wie fandst du denn heute der Tag? Der Tag war mega. Bisschen abenteuerlich. Ja, sagen wir mal so, wir haben vom Navi, wir sind ein bisschen... Google Maps hat uns ein bisschen verarscht. Geleitet. Sagen wir mal so. Ja, also... Aber wir haben es geschafft. Wir sind aus der Misere wieder rausgekommen. Ja, und hier hast du zum Beispiel, wenn dann Google Maps dich irgendwie veralbern will und du willst dich an die Straßenschilder halten. Oh, doch, hier steht ein Straßenschild. Den sieht man aber kaum. Na, Resino, links ab. Oh, fährst du geradeaus? Hast du wieder ein Problem. So, wir sitzen jetzt hier in so einem kleinen Örtchen noch. Ja, mach mal. Wir mussten nämlich dringend was trinken, wir waren total ausgetrocknet, wo wir in der Savanne gelandet sind. Also das ist jetzt so eine richtig urige, urtypische Taverne. Ja. Hier sind auch Leute, die essen, sehe ich gerade. Ja. So sieht das aus. Ein Platz mit Stühlen und Tischen. Direkt an der Straße, da drüben ist das Lokal. Ja, ein richtiges, schönes, kleines Dörfchen. Vorne rein, hinten raus. Aber, guck mal, da vorne ist zum Beispiel auch wieder so ein typischer kleiner Laden. Ja, rechts. Siehst du, mit Obst. Ja, ja. Und das habt ihr mehrere kleine Supermärkte, wo man sich für den täglichen kann, Bedarf, ja, den täglichen die, Bedarf, genau, ja. Also wenn ihr irgendwo in einem kleineren Ort ein Apartment, die sind hier überall zu mieten. Ich meine, ob man das möchte, ob man das mag, ist ja jedem selbst überlassen. Aber hier oben steht zum Beispiel auch Ruben, das Toilette, also du kannst auch hier mieten, aber wie gesagt, da muss man halt für sich entscheiden, ja, was möchte ich. Welchen Standard möchte man haben, ja. Aber wie gesagt, hier, der Platz ist voll im Schatten. Hier kannst du wirklich schön sitzen. Wir haben im Übrigen 26 Grad. Ja. Hast du ein Thermometer gefunden? Nee, unser Autothermometer, so, okay, zeigte das eben an. Was man allerdings also wirklich sagen muss, wenn ihr nicht reinen Badeurlaub machen wollt auf Kreta, also egal ob im Norden, im Süden, ihr braucht ein Auto, ja, weil sonst kommt ihr hier nicht weg und könnt auch nichts erkunden, ja, also ohne Auto außer nicht. Ihr sagt mal, geht ins Hotel und bucht dann die Ausflüge, die im Hotel angeboten werden. Ja, die sind werden aber schweineteuer. Erstmal das und zweitens in einem vollen Bus sitzen und dann wie eine Herde hinterherrennen, wir können ist eigentlich nicht unser Ding. Ich sag mal, wir können ja ruhig sagen, wir haben jetzt für 6 Tage Auto inklusive allem, Versicherung und so weiter, 160 Euro bezahlt. Ja, ist halt noch Nebensaison, ne? Also ich denke, ja, wobei, ich glaube, mit ihm kann man halt auch, ja, auch reden. Wie gesagt, Autoverleih, es gibt an jeder Ecke. Also du brauchst nur die Küstenstraße da runtergehen, links und rechts, da sind genug. Auch in den Gassen, überall, in den Seitenstraßen, genau, sind überall auch welche. Also, Rent-a-car. Klar, natürlich, wenn richtig Tourismus ist, dann wird es natürlich mit den Autos auch knapp. Ne? Aber muss man dann sehen. Du kannst hier aber auch super Roller mieten, ne? Ich sag mal. Oder E-Bikes. Ja. Ich sag mal, in den Sommermonaten, Juli, August, wird es sowieso schwierig, wenn du da durch die Landschaft gehst. Also dann ist es schon backenheiß. Ne? Haben wir jetzt schon gemerkt. Ja. Also wir waren in Kefalos und. Gefallen, ne? Ja, ja. Und ich sag mal, da haben wir jetzt nicht viel gefilmt, weil ich sag mal,
das ist halt ein nicht wenig... Kefal aus Kafala. Achso, Entschuldigung. Kafala. Jetzt, heute waren wir in Kafala. Kafalas, ne? Kafala. Einfach Kafala. Ohne S. Ohne S. Okay. Also man schreibt das S nur und spricht das nicht. Da streiten sich die Geister. Streiten sich die Geister. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ja. Also, Auto ist ein Muss. Im Sommer, glaube ich, Exkursionen zu unternehmen, ist brutal. Ja. Richtig brutal, weil wir haben das jetzt schon gemerkt. Wir sind da oben rumgelaufen, ihr seht das ja dann in den Videos und haben für euch auch ein paar Impressionen aufgefangen, eingefangen. Boah. Und wir hatten zwar zu trinken mit, aber das war dann auch schnell alle. Und jetzt gab es Zeit. Mussten wir was trinken. Also, das war's dann erstmal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Also, echt eine schöne Brücke.